Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Little Nightmares DOS, wie wir Spanier zu sagen pflegen. Und wir machen es direkt weiter. Wir sind ja durch die Fernsehlandschaft gehüpft hier wie kein zweiter und werden mal gucken, ob es hier auch irgendwie weitergeht. Die Fernbedienung? Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt auch hier vielleicht was anderes, das habe ich gar nicht. Gut. Ja, dann wollen wir mal hier runter. Boah. Hier sind ganz viele, wie man sieht. Aber ich glaube, wir sind hier so ein bisschen... Okay, wir müssen da rein. Aber wir müssen natürlich hier den... Da ein bisschen Fernseher gucken. Dann können wir locker in den anderen Fernseher hüpfen. Das machen wir jetzt auch. Und hinein. Haben wir Glück gehabt, ist die gerade da. Oh, das finden sie schon nicht witzig, wenn wir gerade den Fernseher stören. Okay. Da. Kleine Pause würde ich sagen für uns. Oder auch nicht. Ah, willkommen. Okay. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Wenn die sowas erfinden würden, dass man in jeden Fernseher reinbeamen könnte. Das wäre schon ganz cool. Ich meine, dann kann man natürlich in jeden Haushalt reinbeamen, das wäre natürlich uncool. Aber cool wäre das dann bitte sehr. So, mal hier hoch. Okay, warte mal. Da ist meine Freundin. Kann ich sie holen? Ja, warte, ich hol dich. Zieh sie mal raus, warte mal. Nein, hält sie fest. Oh Mist. Und da kommt er schon wieder. Ist leicht uncool. Ach, warte. Sammel doch die Achse auf. Oh oh. Alter, wie schnell muss ich denn bitte sein? Verdammte Axt. Okay, nochmal die ganze Show so nochmal machen. Nur schnell genug sein. Versuche hier rauszuziehen. Komm, Black, Mann, lauf. Was für ein widerlicher Mann. Alter, ist super eklig, oder? Die Frage, warum er uns haben will. Was will er, hat er mit den Kindern vor? Man weiß es nicht. Geht er da oben längs? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
warte. Ich hab's gesehen. Oh, hätte ich gleich schieben sollen. Boah, das schafft man fast gar nicht. Oh! Ja, hoch da. Nein! Okay, das wusste ich nicht, dass ich gleich schieben muss. Das ist natürlich so, das ist so Try and Error, ne? Das kann man ja von vornherein nicht wissen eigentlich. Ist auch so ein bisschen doof gemacht, weil man springt ja direkt runter und dann. Wow, da sind wir gerade noch entkommen, würde ich sagen. Aber wirklich so gerade. Boah. Ist schon eine kleine Lara Croft, ne? Wir entkommen denen, glaube ich, gar nicht. Wir müssen irgendwie besiegen. Ich weiß noch nicht wie. Bucket. Läuft ja auch immer in Zeitlupe, wenn er kommt. Das ist nicht doppelt ätzend. Wie dumm war das denn? Nicht so weit abgedriftet und dann sind direkt da hochgelaufen. Bescheuert. Weg von ihm. Obwohl, er kann sich ja eh beamen. Theoretisch kann er auch einfach sich hinter uns her beamen, oder nicht? Oder auch nicht. Hätte ich vorab springen sollen? Nee. Okay. Bewegt sich noch. Das ist doch gut. Glücke, 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 Glücke. Gießt er sich was ein. So, dann stehen wir auf hier. Guck mal da. Ah, weg ist sie. Balanciert auf den Schienen. Mal da hoch müssen wir. Na los. Zieh mit letzter Kraft hier hoch. Da hoch. Und los. Na komm schon. Wir brauchen einen Energieriegel, um wieder ein bisschen fit zu werden. Ein kleiner.
Und nu? Ich kann mich nicht bewegen gerade. Da kommt er schon wieder. Das ist ja auch nur mein Papa und ich träume das Ganze. So, zieh den Helm ab. Gegen angehen, das ist nicht schlecht. Okay, was hätte ich denn da machen sollen gerade? Ich habe irgendwann. Ich glaube, ich muss irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Gegen drücken? Vielleicht. Ja, mal. Yes! Tut ihr das? Dann ist so cool, aber versucht es gleich nochmal. Ich werde die Frequenz finden. Okay. Ich werde nochmal weggejagt. Schwächer und schwächer. Er versteht die Welt selbst nicht mehr, der gute Mann. Das winke ich am Boden, ich liege. Oh, er löst sich auf. Das war gut. Was machen. Die ganze Welt zerstören. Oder wir machen es wieder normal. Wir drehen komplett durch. Okay. Holen wir uns mal unseren Helm. Kann man hier so rein. Hui. Oh, wie fit ich wieder bin. Oh, so much fun. Na gut. Oh, jetzt können wir den Korridor mal normal laufen. Ohne Zeitlupe. Die Tür geht schon mal auf. Oh Gott, das ist alles über Medium hier. Nein! Hier haben wir die Tür. Okay. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die nächste. Eventuell. Ist alles so ein bisschen wie Salvador Dali-Style. Einfach mal alles verschlungen und verschroben. Okay, wir versuchen es nochmal. Kann mir gut vorstellen, dass das natürlich nicht funktioniert. Weiterlaufen? Ist hier noch irgendwas? Nee. Thank you.
wohl diese Augen. Okay, dieser Weg ist wieder verkehrt. Komme ich jetzt hier gar nicht mehr raus? Doch, okay. Laufen wir kurz weiter, bevor ich diese... Gehen wir in diese Tür rein. Die sieht doch sehr einladend aus. Wo denn diese Tür? Da ist ein Eis drüber. Da ist eine Uhr drüber. Okay, dann kommen wir bei der Uhr raus. Wo wir ja gerade waren. Was ist hier denn drüber? Ein komisches Symbol. Okay, wo kommen wir hier rein? Wie gehen wir hier rein jetzt? Na gut. Gibt ja schon eine Logik dahinter. Müssen wir mal gucken. Also hier geht es ein umgekehrtes Ding. Hier ist ein Ding, das nach oben geht. Da ist die Turmuhr. Da gibt es gar nichts. Lass uns mal diese Tür hier nehmen. Das sieht schon wesentlich besser aus. Hoch. Was ist denn das hier für eine Gegend? Schön ist was anderes. Okay, aber hier ist auch noch irgendwas. Ja, durchrutschen, warte mal. Ah, ist zu schmal, ne? Aber wir können die Tür aufmachen. Gucken, was da drin ist. Ach, Quatsch. Wie fahren ist das denn bitte da? Ob wir die Tür hier zumachen können. Und mal gehen wir hinter die Tür. Kann ich die Tür machen? Nein, kann man nicht. Häng ich hier fest. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber egal. Laufen wir hier weiter. Das ist doch abgefahren. Hier vorne noch irgendwas? Nee. Okay, wir kommen ja nicht mehr raus. Wir sind gefangen in einer Zeitschleife. Wir kommen ja nicht höher, ne? Oder? Ich blick da jetzt noch nicht ganz so durch. Also wenn das irgendwo hin... Zieht es mich da rein? Aha, okay. Man hätte diesen komischen Strichen da folgen sollen, die aus deinem Körper raus fliehen. Oh Gott. Guck mal hier, ob es hier auch klappt. Das sieht ja cool aus. Das sieht gar nichts. Das sieht auch nichts. Da geht's ja nur runter, ne? Wir machen es trotzdem mal kurz, warte mal. Hier nicht. Hier auch nicht. Vielleicht diese Tür hier. Tatsächlich nicht. Es ist echt nur diese eine Tür hier, die es hat, ne? Okay, dann gehen wir hier mal rein.
Dann sind wir hier. Kann ich da rüberspringen? Wir probieren es mal. Nee, kann man nicht. Beziehungsweise nicht da, wo ich springen wollte wahrscheinlich. Ja, steh auf da. Heul nicht rum, aufstehen, weiter geht's. Da geht's rein. Ach, okay, jetzt weiß ich. Gut. Hab nicht gesehen, dass man den umstupsen kann. Kann man hier reingehen? Nein, falsche Tür, zurück. Nein, hier sollen wir rein. So. Wenn diese Türen hier nicht wirken, müssen wir natürlich hier rüber gehen. Guck mal, welche Tür das jetzt sein kann. Die hier? Ja. Guck mal, welche Tür das jetzt sein kann. Nein. Ja. Okay, los geht's. Das ist wahrscheinlich diese magische Kraft des TV-Geräts, die mich anzieht. So. Da ist die Spieluhr. Oh nein! Ist ja nicht gerade klein. Jetzt haben wir es ja auch mit der Spieluhr gefunden. Teddy, was ist denn schön Teddy? Das ist ein Hammer soll, aber vielleicht hau ich mal die Spieluhr kaputt. Richtiger war, weiß ich nicht, aber es fühlte sich richtig an. Das war die falsche Richtung. Das war definitiv die falsche Richtung. Shit. Ich könnte da schnell hinlaufen, aber das macht doch gar nicht. Okay, wenn wir doch gerade warten und gar nicht weglaufen. Warten wir kurz hier. Ich guck mal die Arme an. Oh, da haben sie die Tür aufgemacht. Oh, nee. Oh, wollen wir hergehen?
Oh, wir kommen hier durch. Okay, nochmal nach ihr rufen sollte ich wohl nicht. Okay, dann müssen wir die Axt nehmen. Und auf die harte Tour zu lernen. Dann lernst du auf die harte Tour. Wenn ich hier reingehe. Okay. Nicht, wie oft man da draufhauen muss, bis das Ding kaputt ist. Aber ich habe noch Kraft und Saft. Ich laufe mal geradeaus. Warum auch immer. Kann auch rechts oder links laufen. Kann hier auch, guck mal. Weiß nicht, wo es hingeht, ne? Hier ist schon wieder eine Axt, okay. Geh durch, bitte. Ich lasse ihn nochmal. Okay, okay, okay. Das war ja zu einfach gewesen, diesen Weg. Und die Achse hoch. Okay, das war zu langsam. Einmal. So, jetzt. Nach oben gehen. Gott, wann ist denn das Ding Schrott? Nervt ja auch ein bisschen, ne? Na los, steh auf. Du musst es doch mal zerstört haben jetzt. Wieder alles absuchen hier. Gleich nochmal. Kann ich das gleich normal sein, oder? Anscheinend doch. Jetzt liegt die Axt da hinten. Okay. Nein. Okay, das muss man super schnell sein. Mist, jetzt habe ich die Axt hier runtergeholt, was total dumm war eigentlich. Weil ich muss da hoch wieder. Dann schrei ich, man kann mich tot machen. Na gut, dann müssen wir anders machen. Die Axt liegt ja da oben, das heißt wir müssen... Okay, das ist knifflig. Wie macht man das am besten? Wie ist am geschicktesten gelöst? Aber ich hab mich
So. Und jetzt? Ist geschafft? Oh. Wir sind beide noch. Oh, wir müssen uns beide ranhalten. Auf eine kleine Axt. Ja, los, hol sie her. Stört das Ding. Das war's mit der Musik aus der Box. Würde ich mal behaupten. Da ist sie. Aber wieder ganz normal. Wenn man normal reden kann, ne? Hier raus. Okay, den Weg raus, jetzt reicht. Oh, die Auge da oben. Ist ja wirklich. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Dieses kleine Stückchen hätte mir auch gegönnt sein können, oder? Hätte mir auch gegönnt sein können. Kletter doch rauf! Alter Schwede, was läuft denn nur Kacke immer? Langsam zwischendurch, ne? Das kann man mal sagen. Das ist natürlich schlecht für mich. Wenn wir Glück haben, hält sie ihre Hand hin. Ja. Ziemlich hoch, nette Frau. Was für ein Schweinepriester. Wie gemein war die denn bitte da? Das war gemein. Bisschen traurig bin ich auch. Little Smith. Hey, Little Smule. Na? Haben wir noch überlebt? Eine fette Rache, Kill Bill mäßig. Echt. König des Schleims.
Okay. Wer weiß, was man da rein interpretieren sollte? Bin ich ein Erwachsener? Bin ich genauso ein heilloser Zombie wie die anderen? Man weiß es nicht. Anfangen, bin ich der Typ wieder. Also mit den Enden kann man nie was anfangen bei den beiden Spielen, oder? Finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr alle da durchblickt, aber ich blick da nicht mehr ganz so durch. Heißt das, ich habe mich selber getötet? Dass ich gegen gekämpft habe? Ich weiß es nicht. Bisschen schräg. Jetzt klappt die Tür zu. Komm. Kann man natürlich richtig viel drüber philosophieren jetzt. Im Endeffekt. Keine Ahnung. Jetzt ist alles vorbei, ne? Ja, war wieder gute Unterhaltung, kann man nicht anders sagen. Macht auch sehr viel Spaß, diese Sorte Spiele immer zu spielen. Was soll man dazu sagen? Hat sich gelohnt. Für mich. ob es jetzt wirklich 29,99 wert ist? Also vom Ding her schon. Aber dafür müsste das alles ein bisschen länger sein. Ich finde, das ist ein relativ kurzes Spiel, muss man ja sagen. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Wünsche ich euch einen schönen, ruhigen Abend und keine Albträume. Und bis dahin. Tschüss.